damals seit Geruß mit dem Zwerg genommen habe zu einem neuen Let's Test. Wir spielen Wonderful. Eine, zumindest in den Trailern, sehr idyllisch und ja, harmonisch aussehende Demo-Version von einem Spiel. Publisher sind Deadlick Entertainment. Ja, Entwickler habe ich jetzt mir nicht eingeprägt, verdammt. Werden wir vielleicht noch sehen, wird wahrscheinlich noch irgendwo angezeigt. Ja, spielen wir das mal. Schauen wir mal rein. Es geht darum, dass man durch die Welt läuft, wandert und in dieser wundervollen, in dieser wundervollen Umgebung hier in diesem Comic-Stil ein bisschen die Welt erkundet. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Und das Spielprinzip funktioniert so, dass sich das nacheinander aufbaut. Ihr werdet es nur sehen, also irgendwie baut man mehrere Biome, also man läuft durch die Biome und da baut sich das puzzleartig dann auf. Das sah in den Trainern schon ziemlich interessant aus, deswegen spielen wir das jetzt einfach mal. Ja, hab schon zu viel gedabert, bevor es überhaupt losgeht. Also, auf geht's, würde ich mal sagen. Okay, können wir irgendwie... Aha, okay, wir können keine Sprache auswählen. Schade. Und jetzt habe ich das Menü geskippt. So in Mist aber auch. Ich habe die Steuerung nicht gelesen. Wow, so great to have you here. The snackable demo is part of your journey to bring you wonderful and cozy building adventure about writing your own stories. Das klingt ja spannend. Game goal. Buildings will expand the world, explore with your character. Explore with your character, choose new tiles. Place tiles and buildings will expand the world. Controls. Left click, select place tiles. Gate Explorer, Left Hold, ist die Kamera. Okay, Double Click ist Hurry Up. Right Hold ist Kamera und wieder. Right Click, District Cards, Scroll. Okay, mit Maus spielen wir. Okay, versuchen wir es mal. Aha, hier können wir... Aha, verstehe. So, mal hier schon mal das erste Pflanzen. Ein kleines Gemüsefeld. Village, was wir hier aufbauen können. Wie wäre es denn hiermit? Und eine Rampe. Ich kann hier hinaufführen. Die andere Rampe würde ich mal hinpacken. Oder hier. So dachte ich mir. Oder auch nicht. Wie wär's dann hier? Nur cast left. It might be hard to keep going, consider restarting.
Hier, was haben wir falsch gemacht? Ich habe jetzt das Zeug hier platziert. Das müsste doch eigentlich... Okay, ich verstehe nicht ganz. Wir müssen wahrscheinlich irgendwie die Ebenen erweitern. Da passiert was. Wird es meistens mal abwarten. Ob da irgendwie was bei rumkommt. Durch den Nebel kommen wir nicht durch. Ich habe es halt einfach erstmal so platziert. Habe ich nicht ganz verstanden. Explore the character. Choose new tiles. A und B. Place tiles. Okay, habe ich irgendwas. Ich habe da bestimmt irgendwas übersehen. Okay, wir haben hier ein Feld. Ich nehme das hier, Snake. Und wenn jetzt erstmal ist in einem anderen Bereich. Neue Dinge freizuschalten. Neue Bereiche. So zum Beispiel. Haben wir genug, aber wir brauchen noch ein Feld. Okay, wir müssten jetzt irgendwo hier die Gebiete. Oder zieht das Gebiet hier frei zu bauen. Immer neue Dinge freizuschalten. Hier zum Beispiel können wir jetzt auch hin. Da könnten wir jetzt mal eine Rampe hinbauen. Können wir da hinauf? Die neue Bubble freischalten. So nämlich. Nein, das geht ja noch ein bisschen irgendwie. Verstehe ich es nicht ganz oder? Ein bisschen klobig, das anzuwählen. Ich denke, da müssen wir hin. Oder nicht? Ich würde sagen, hier bräuchten wir es.
wo wir da eh gerade hin wollen. So, mal eine Brücke. Oh, Rest left, aber hier ist doch einer. Hä? Okay. Das Rätsel lässt mich ein bisschen... Ich weiß ja nicht. Über die Alpha. Ein drittes Mal versuche ich es noch. Ich meine, es ist... Ja, So, fällt. Die Rampe könnten wir hinstellen. Hier kommt ein Feld hin. Müssten wir eigentlich da hoch können. Das ist auch nicht das Feld. Das Feld kommt zu loben. Das Feld blockiert jetzt alles. Okay, mein Name die 2 of 5 erreicht. Okay, die Felder blockieren Dinge. Das war vielleicht nicht ganz so clever. Kann man da jetzt oben was holen? Oder nicht? Wenn man fehlt, können wir vielleicht hier als Weg nutzen. Eher weniger. Kommen wir da jetzt etwa nicht durch oder was? Ah doch. Wir müssten aber jetzt ein neues Feld. Kaktus. Damit müssten wir jetzt versuchen, irgendwie zum anderen Punkt zu kommen, das schwer werden könnte. Wenn wir das hier aufsammeln. Ich verstehe so langsam das System. Wir sind deutlich weiter gekommen als zuvor. Wir bräuchten noch eins, dann hätten wir ein neues Gebiet. Naja. Ich
Ich mache mal noch einen Versuch. Die Farm ist ein cooles Ding. Die Rampe brauchen wir unbedingt. Was ist dieses Vintage bringt, weiß ich auch noch nicht. Erstmal hier einen bauen, da können wir gleich zwei neue holen. Ich nehme die Rampe. Irgendwie läuft die hier noch ziemlich die Wände ab und zu mal. Jo, die Elfer, Leute. Farben, das bin jetzt weiter hier hin. Das läuft doch schon mal gut, würde ich sagen. Haben wir schon 4 erkundet. Der Fortschritt ist immer noch bei 2 von 5. Das Platzieren von den Fragezeichen verstehe ich auch noch nicht ganz genau. Können wir es irgendwo anders vielleicht gebrauchen? Damit wir die Rampe hier platzieren können. So knapp. Ja, aber damit ist das doch zusammen. Müssten wir doch hier dann können, oder nicht? Ich eine neue Karte bekommen. Ich sehe das leider nicht. Tja. Eine Rampe. Die uns aber auch nicht mehr viel weiterbringt. Wie will ich denn hier platzieren? Dann können wir hier leider nicht mehr hoch. Könnt ihr noch warten, ob die hier, ob diese Villages irgendwas ausspucken? Da gibt es eine Rate um die Tumor. Dann eine neue Karte bei rauskommt. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Jetzt hängt er da an der. An der Sache fest. Und die Snacks hier irgendwas zu bedeuten, kann man sich da irgendwie. Nee.
Naja. Interessantes Spiel trotzdem. Ja. Ich würde mal sagen, ja, so viel haben wir noch nicht geschafft. Da gibt's in den Trailern deutlich mehr zu sehen. Ich würde sagen, ich blende euch jetzt noch einen Trailer mit ein. Damit das irgendwie noch, damit ihr noch ein bisschen was zu sehen kriegt. Ich meine, ich habe jetzt nur auf diesem einen Gebiet was erkundet. Das sieht in den Trailern noch phänomenal aus. Ja. Meins ist das jetzt nicht so unbedingt als Let's Play, könntest du mir das nicht vorstellen. Dieses strategisch, dieses Platzieren, das wäre mir irgendwann, ja, das wäre mir dann doch ein bisschen viel. Da würde es mich jucken, wenn ich da nicht weiterkomme und so, aber ja, sieht nach einem, ja, entspannten Spiel aus, wenn da noch was ändern würde dran. Ich finde, man müsste eine bessere Spielbeschreibung direkt packen, dass man es irgendwie das versteht. Also ich müsste es erstmal ausprobieren, wie man. Ich habe es irgendwie nicht gleich verstanden. Vielleicht bin ich ja auch einfach nur blöd, aber ja. Gut. Na dann. Habt noch einen tollen Tag. Und wir sehen uns zu einem anderen Let's Play auf diesem Kanal, zu einem anderen Video, zu einem anderen Let's Test vielleicht. Sehr bald. Haut rein. Ciao.